Dieses Video ist Teil des Gewinnspiels und beinhaltet den ersten Wortfetzen für das Lösungswort. Viel Spaß beim Anschauen. Unsere heutige Reise startet am Bahnhof von Ueno und führt nach Niigata, eine der größten Hafenstädte zur Küste zum Japanischen Meer. An Gleis 19 warten wir nun auf unseren Joetsu Shinkansen, der unter anderem in Omiya, Kumagaya, Takasaki, Nagaoka hält, bevor er den Endbahnhof Niigata erreicht. Für diese knapp zweistündige Zugfahrt zahlt man umgerechnet 100 Euro. Allerdings wird dafür auch reichlich Komfort und Sauberkeit geboten. Unterwegs ist man entweder mit dem älteren E2 Shinkansen oder dem Doppelstockzug, der auch E4 Shinkansen oder Shinkansen Max genannt wird. Nach einem kurzen Aufenthalt im uns bekannten Bahnhof von Omiya setzen wir unsere Fahrt in Richtung Nordwesten fort und genießen dabei die atemberaubende Landschaft der japanischen Alpen, die übrigens wirklich so heißen. Also, lehnt euch zurück und genießt die Fahrt. Eine Infrastruktur, die der in Polen gleicht, und Züge, bei denen man die Türen noch aufschieben muss. An sowas denkt man wohl eher weniger, wenn man an die japanische Eisenbahn denkt.
Dennoch gefällt uns die Atmosphäre, die dieser Bahnhof ausstrahlt. Wir wollen aber heute eher die ländlicheren Regionen des Landes besuchen und fahren mit der Shin-Etsu Line in Richtung Echigo Ishiyama. Dort angekommen stellten wir fest, dass man den Bahnsteig nur mit der elektronischen Suica-Card verlassen kann, da die Bahnhofsaussicht, die den Japan Rail Pass kontrolliert, auf der anderen Seite der Station liegt. Somit mussten wir unsere Fahrt in Richtung Kameda fortsetzen, was sich aber im Endeffekt eher weniger als Nachteil herausstellte. Weiter ging es dann also mit der Kiha 110 Series, die sogar planmäßig eine andere Baureihe der 120 Series im Schlepptau mit sich führt. Thank you.
Begrüßt wird man am Bahnhof von Kameda mit einem verhältnismäßig großen, aber reich geschmückten Bahnhofsgebäude. Wir laufen aber nun ein Stück an der Strecke entlang, um ein perfektes Fotomotiv im Reisfeld zu finden. Das komplette Video aus Kameda seht ihr dann in der nächsten Folge von Zug nach Pankow erkundet Japan. Für uns geht es also wieder zurück in Richtung Tokio. Am Bahnsteig unseres Shinkansen angekommen, stehen wir allerdings noch vor verschlossenen Türen. Der Zug wird dem Anschein nach noch am Bahnsteig gereinigt. Ladies and gentlemen, welcome on board the Joy Tsushima. This is a Max Toki Super Express bound for Tokyo with stops at Tsubame Sanjo, Nagaoka, Omiya, Ueno, and Tokyo. Passengers without seat reservations should board cars marked as non-reserved. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The conductor's rooms are in cars 5 and 13. We wish you a pleasant journey. Welcome on board the Joy Tsushima. This is a Max Toki Super Express bound for Tokyo with stops at Omiya, Ueno, and Tokyo. Passengers without seat reservations should board cars marked as non-reserved. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end section near the doors. The conductor's rooms are in cars 5. Und wieder rasen wir mit 240 Stundenkilometern durch die japanischen Alpen, vorbei an den charmanten Kleinstädten der riesigen Gebirgskette.
Nach einer Stärkung geht es dann zurück ins Hotel. Am folgenden Tag geht es für uns nämlich zum heiligen Fujiyama an der Tokaido Line. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch im nächsten Teil von Zug nach Pankow erkundet Japan begrüßen zu dürfen.